und zu uns herzlich einzuladen. Und ich möchte gleich das Wort abgeben an Frank Motz, der uns vielleicht eingangs etwas zu den Ausstellungen sagen wird. Lieber Frank, welche Ausstellungen hast du vorbereitet? Worauf darf der ACC-Gast sich in 2021 freuen? Vielen Dank erstmal, lieber Daniel Heide, dass du uns heute ausquetscht nach Strich und Faden und hoffentlich auch die ein oder andere unerwartete Frage stellst, die sich sehr schwer beantworten lässt. Das erwarten wir ja von dir, ganz klar. Es ist der ein oder andere unter Ihnen wird das vielleicht mitverfolgt haben in den letzten Jahren ja so, dass das ACC versucht immer so 4 bis 5 Ausstellungen im Jahr zu veranstalten und in den letzten 20, 30 Jahren hat sich da so ein bisschen ein rhythmisches betriebsames Etwas eingenordet, ein festes ausstellungsprogrammatisches Gerüst, könnte man sagen. Und das besteht eigentlich immer zum einen aus einer Ausstellung mit den Stipendiaten des ACC-Atelierprogramms oder richtig gesagt des internationalen Atelierprogramms der ACC-Galerie und der Stadt Weimar, das sich jetzt zum 27. Mal jährt. Dann gibt es jeweils einmal im Jahr eine Ausstellung mit einem Künstler, einer Künstlergruppe aus unserer Region, Franken, Bayern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Hessen, das ist unsere Region, Mitteldeutschland, bis Süddeutschland, bis Nord- und West- und Ostdeutschland. Künstler, die oft diese Ausstellung gebrauchen können, wenn man sich so weit aus dem Fenster lehnen mag, als Startschuss, als Sprungbrett, vielleicht auch für ihre erste Museumsausstellung. Ausstellungen sind das, die oft sehr, sehr groß sind, sehr umfassend sind und zu denen es oft auch einen Katalog gibt. Es gibt auch Ausnahmen. Liz Bachhuber im letzten Jahr war eine Ausstellung, auch die umfassendste ihres Lebens bisher. Das war so eine Art Abschluss ihrer Bauhaus-Universitätsprofessorinnenkarriere, die diese Ausstellung bildete. Also einmal im Jahr eine Ausstellung mit einem Künstler unserer Region. Und dann gibt es 2 weitere Ausstellungen, die kuratiert sind, die also thematische Vorgaben haben. Einmal ist das eine Ausstellung, die wir oft, aber nicht immer, mit dem Kunstfest Weimar zusammen entwerfen. Die wird es auch im nächsten Jahr geben, auch auf Wunsch des Kunstfestchefs aus Bremen, Rolf C. Hemke. Eine Ausstellung, die sich mit Thüringen im weitesten Sinne auseinandersetzen wird. Und dann eine Ausstellung zum Jahresende, die sich auch mit der thematischen Vorgabe befasst. Da wird es um das Thema Denunziation gehen, ein sehr gegenwärtiges Thema, alles in Versalien geschrieben, Denunziation, Ausrufungszeichen. Also diese 4 Ausstellungen und ich könnte jetzt so ein bisschen auf jede einzelne eingehen oder will jetzt aber den Stichelfragen nichts vorwegnehmen, weil dann monologisiere ich hier eine halbe Stunde vor mich hin und die Zeit ist um. Wir wollen ja eigentlich nur, liebe Ulrike, so 45 Minuten mit unserem hochverehrten, zahlreich erschienenen Digitalpublikum verbringen. Oder wie lange haben wir uns das gedacht? Vielleicht darf ich noch eine persönliche Frage da einstreuen. Ja. Die Räder in der Kunst stehen ja aktuell doch zum größten Teil still. Ja. Hat dich das als Ausstellungsmacher betrifft dich das? Stockt deine Motivation? Hast du genauso viel Lust wie vorher? Bangst du so ein bisschen oder bremst das deinen Drang, etwas auf die Beine zu stellen, dich? Das ist mal so, je nach Tagesgeschäft und Tageslaune. In den letzten 3, 4 Wochen war es zum Beispiel so, dass wir uns sehr in uns gekehrt mit uns selbst auseinandergesetzt haben und das ACC archiviert haben, könnte man fast so sagen. Also wir haben versucht, alle bisher im ACC-Programm erschienenen Publikationen mal ins Netz zu stellen, auch uns einen Preis für die Dinger auszudenken, falls da jemand mal was kaufen möchte. Und haben uns auch damit auseinandergesetzt, ja, die Werke, die seit 32 Jahren hier hängen geblieben sind, sei es deswegen, weil der Künstler, die Künstlerin sie nicht mehr abgeholt hat oder wir sie nicht zurückgeschickt haben aus mangels Geldes, oder weil es Schenkungen sind, die zu unserer kleinen Sammlung gehören, oder aus irgendwelchen Gründen sind sehr viele Kunstwerke hier hängen geblieben, diese Werke mal zu sichten und auch zu verteilen auf verschiedene Gastwohnungen und Ferienwohnungen unseres Freundes, Kollegen,
Juristen und Rechtswissenschaftler Anselm Graupner, der ja in den letzten 10 Jahren so eine Art Gästezimmer-Imperium aufgebaut hat. Und da findet also auch die ein oder andere, das ein oder andere Kunstwerk Platz und muss deswegen nicht mehr bei uns archiviert werden. Also das ist auch eine wichtige Aufgabe der letzten Tage, kann man fast sagen, das zu sichten, Sachen wegzuschmeißen, Akten zu ordnen, dass man sie wieder mal findet, wenn man sie sucht. Also dieses nach rückwärts gerichtete Arbeiten, zu dem man sonst nie Zeit hat, wenn man Anträge stellen muss und Abrechnungen machen muss und sich neue Inhalte ausdenken muss, das hatte im letzten Jahr doch einen gewissen Vorrang, aber auch das publizistische Agieren. Das heißt, wir haben im letzten Jahr so viele Publikationen rausgegeben wie sonst in 5, 6 Jahren nicht. Der Lisbachhuber, der große Lisbachhuber-Katalog, der Katalog für Sibylle Mania, ein Journal, ein Pappjournal mit 23 kleinen Spitzfindigkeiten drin, literarischen Spitzfindigkeiten, das wir mit Yannick Müller, dem Berliner Kurator und Dramaturgen, rausgegeben haben, wo es um Sprachkultur im weitesten Sinne ging, noch im Anklang an 100 Jahre Bauhaus 2019. Das alles sind Geschichten, die eigentlich ohne Corona so hätten nicht stattfinden können, also nicht in dieser Intensität und nicht in dieser Dichte vielleicht. Also das publizistische und das archivarische Arbeiten traten in den Vordergrund. Und das, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, nämlich jetzt mal mehr Anträge zu stellen, auch bei ganz unbekannten und bisher noch von uns unbespielten Drittmittelgebern oder Förderern, Sponsoren, Mäzenen, Stiftungen, das hat wieder nicht stattgefunden, das ist wieder ins Hintertreffen geraten. Das hoffe ich, dass wir das jetzt im Anfang des Jahres noch ein bisschen intensivieren können. Ansonsten gibt es 1, 2 Ausstellungen, sogenannte Überhangausstellungen, die wir im letzten Jahr nicht umsetzen konnten und die wir jetzt in dieses Jahr reingeholt haben. Das hat uns auch ein bisschen umgetrieben, unsere Ausstellung A Kids Headquarters, die speziell für Kinder und Jugendliche bestimmt war und die wir so nicht umsetzen konnten, weil einfach keine erhältlich waren, die in die Galerie mit der Demokratisierung ihrer selbst auseinandersetzen zu können, also die sich damit beschäftigen konnten, was sie selber für Rechte und Pflichten haben, um frühzeitig ins demokratische, gesamtgesellschaftliche Leben mit einzusteigen, schon am besten mit der Kindergrippe. Ja, aber an mich selber hat das, da ich kein, wie sagt man, ich bin nicht wie du, Solo-Unternehmer. Solo-Selbstständiger. Solo-Unternehmer klingt natürlich noch viel besser. Also ich bin kein Solo-Selbstständiger, sondern werde ja glücklichermaßen vom Land Thüringen bezahlt. Ich habe dort eine Projektmanagerstelle. Ich versuche auch dein Thema brotlose Kunst ein bisschen einzuflechten. Also für mich ist diese Kunst, da ich ja auch kein Künstler bin, 2 linke Pfoten, keine Ahnung von Kunst, nicht ganz so brotlos, da ich sozusagen nicht von meinen Tagesumsätzen und nicht von Konzerthonoraren abhängig bin, habe ich also hier in dem Fall mal das goldene Los gezogen gehabt und konnte einfach weiter vor mich hin agieren, wie sonst auch, unabhängig von Besucherzahlen im Prinzip auch. Also hatte da eigentlich großes Glück und weiß das auch sehr zu schätzen. Also dass eine Stadt wie Weimar oder ein Land wie Thüringen uns als das Fähnlein der 7 Aufrechten der Kunst weiter aufrecht hält und uns da weiter mitfinanziert über öffentliche Steuergelder. Wenn das deine Frage so ein bisschen beantwortet. Und noch viel mehr. Und bevor du uns gleich en Detail zu den Ausstellungen was sagen wirst, möchte ich an Ulrike noch eine Frage stellen. Du bist die Veranstaltungsmanagerin Veranstaltung. Das bedeutet, Leute werden eingeladen, Leute lesen, Leute referieren. Es gibt Diskussionen und es gibt natürlich Publikum. Das haben wir gerade nicht. Da hat das ACC sich auch an den in 2020 aufkommenden Trend des Streamens rangehängt. Da seid ihr dabei, wie oft wird das kommen? Was habt ihr vor? Da sind ganz viele Fragen auf einmal. Also erstmal war 2020 natürlich für die Veranstaltungsmacher ein wahnsinnig schwieriges Jahr. Das hat sich hier zwar ein bisschen anders angefühlt, weil das immer noch gemischt mit dem Ausstellungsmachen sich so ein bisschen angenehmer angefühlt hat und man hat noch mehr Möglichkeiten gehabt, auch noch zu agieren. Also ich war nicht so völlig auf Null, sondern man hat sich sofort umorientiert und gedacht, was macht man? Man hat viele kleine Räume, wie kann man agieren? Und dann gab es eben auch diese verschiedenen Förderungsmöglichkeiten. Da haben wir in Infrastruktur
in Technik investieren dürfen und werden diese, wie auch jetzt, gerade nutzen und uns erstmal auf Streamen verlegen, aber sehnsüchtig auf die realen Veranstaltungen warten und herbeisehen, dass wir wieder mit Menschen veranstalten dürfen. Ganz praktisch zur Technik gefragt. Ich nehme an, zu Beginn von Corona wart ihr noch nicht in der Lage, live zu übertragen via YouTube oder Zoom. Das habt ihr nachgerüstet. Ihr habt Dinge erworben, seid da firm geworden. Wie darf ich mir das vorstellen? Na, firm ist, also ich glaube, wir sind immer noch definitiv auf dem Weg und man vergleicht dann, wie es andere machen, sieht, dass andere mit den gleichen Dingen zu kämpfen haben. Das beruhigt ein bisschen. Was ist das zum Teil? Womit hat man zu kämpfen? Nee, man hat immer mit dem löchrigen Netz zu tun, dass man dann mal irgendwie ausgeschaltet ist. Dann hatten wir ein Problem, also es fehlten dann ein Adapter hier, dann war der Strom weg, die Kamera war überhitzt. Also es waren ständig unvorhergesehene auch lustige Probleme, mit denen wir umgegangen sind. Und das hat so ein bisschen das Improvisieren gefördert. Da fühlte man sich so ein bisschen als Ostsozialisierter an frühere Zeiten erinnert. Und das machte dann auch wieder so ein bisschen, also mir machte das eigentlich Spaß, dass jetzt gibt es so eine gewisse Professionalität, hat keiner. Also können wir jetzt alle, haben wir so ein bisschen Gleichstand. Also die großen Veranstalter hatten natürlich, die haben ja früher angefangen mit Streamen. Also wir sind nicht die Berliner Symphoniker. Aber alle anderen haben das, glaube ich, so wie wir jetzt von der Pike auf gelernt. Aber du bist ja studierte Architektin, Grafikerin, Designerin, Veranstalterin, keine Technikerin. Aber wie, du kannst das auch quasi bedienen. Du kannst Kamerasetups aufstellen und... Naja, ich glaube, da kommt zugute, wenn man in einem Ingenieurshaushalt aufgewachsen ist und eine Affinität zu Technik hat. Das ist so ein bisschen meine Rolle hier geworden, dass der Technik-Einkauf ist so ein bisschen mein Ding. Also das hat mir auch zunehmend mehr Spaß gemacht. Was brauche ich? Wie geht das? Welche Kameras benutze ich zum Streamen? Was geht am besten? Und tatsächlich so nach und nach das beste Setting sich zu erarbeiten. Aber wie gesagt, das ist noch nicht optimal. Wir wursteln immer noch, aber es macht Spaß, da weiter zu denken. Auch heute ist diese Technik im Einsatz und wir sitzen hier nicht ganz allein. Hinter der Kulisse gibt es noch einen hilfreichen Geist, Lefteris, der das alles überträgt. Also wir werden nicht vom MDR gerade gestreamt oder vom Fernsehen der DDR, sondern wir haben da in live jemanden, der uns hilft. Und was natürlich auch positiv ist, du kannst die technischen Geräte nicht bedienen, die Technik hat die Wieso Frau... Wieso ist das positiv? Das ist doch nicht positiv. Hat die Frau in der Hand bei euch. Es ist ein ganz einfach so, genauso wie du sagst, wir sind ja eine lernende Organisation, also das Learning by Doing, manchmal auch das Weniger ist mehr, das Improvisieren, das flexibel vor sich hin tun, das spontan reagieren, das wird bei uns sehr hochgehalten und du hast vollkommen recht, wenn du behauptest und das zu Recht behauptest, dass ich von all dem überhaupt gar keine Ahnung habe. Das heißt... Jetzt sind wir ja leider auch in der Situation, dass Ulrike nicht mehr ins Publikum fragen kann, ist ein Techniker im Publikum, der mir mal helfen kann, das und das zu erledigen. Also die eigentliche lernende Organisation heißt bei uns Ulrike Mönnig und nicht Frank Motz. Nein. Frank Motz ist dann derjenige, der sich eher aus dem Zimmer, aus dem barocken Goethe-Raum flüchtet, wenn wieder mal ein Problem besteht, was über das Schreiben von PDFs und das Stecker in die Steckdose stecken hinausgeht. Und da fange ich an zu zittern und bin deswegen auch derjenige, der immer darauf erpicht ist, mit Sicherheit und doppeltem Boden zu agieren. Also lieber drei Beamer noch neben den ersten Beamer stellen, falls die ersten zweimal ausfallen, oder drei Glühbirnen oder drei Strahler daneben stellen, damit man schnell umswitchen kann, wenn mal was kaputt ist. Also ich habe da wenig Sicherheit von zu Hause mitgebracht, obwohl ich ebenso wie Ulrike Mönnig aus einem Bauingenieurshaushalt komme, das möchte ich hier nicht verschweigen, habe mein Studium des Bauingenieurwesens aber damals noch unter der Ägide von Professor Mönnig, Dr. Ja. Mönnig. Nee, Professor. Professor Mönnig, auf Professor Dr. Dr. Date Mönnig, aufgegeben, an den Nagel gehängt nach einem zweimonatigen Aufenthalt in Tadschikistan 1988, abgebrochen. Und das kommt mir heute nicht gerade zugute. Klar, sonst wüsste ich das genauso gut wie Ulrike Mönnig, wie man so einen Kameraaufbau beherrscht, um einfach mal so ein paar dilettantisch digitale Aufzeichnungen und Direktübertragungen ins Netz zu werfen. Aber wir beide haben heute in unserem täglichen Morgentelefonat festgestellt, dass wir eine wahre Freude dran haben. Und eigentlich geht es nur darum,
diese digitalen Sendungen irgendwann mal voll zu archivieren und uns dann zu erfreuen an der langen Latte von YouTube-Beiträgen, die es dann gibt, so ähnlich wie es ja bei uns schon die lange Latte von Publikationen, ich glaube es sind 82, die schon im Netz stehen, die lange Latte von ACC-Faltblättern, die sich von 97 bis jetzt schon hinziehen. Also es geht ja auch um Kontinuität und Konstanz und nicht nur um die technische Realisierbarkeit, die aber natürlich ganz genauso wichtig ist. Hm. Ulrike, du hast uns verraten, dass du jetzt Firm bist in Sachen Streaming-Technik. Mhm. Wie viele Veranstaltungen wird es geben? Wann geht's los und in welchem Turnus kann das ACC-affine Publikum sich freuen auf Veranstaltungen? Also los geht's quasi ja heute. Das gilt für uns jetzt mittlerweile als eine vollwertige Veranstaltung und das machen wir monatlich. Also wir haben jetzt beschlossen, solange wir nicht real veranstalten können mit Publikum, gibt es jeden Montag um 20 Uhr auf dem YouTube-Kanal eine Veranstaltung, ein Gespräch, was auch immer sich übertragen lässt und ins Internet passt. Das ist erstmal der Ausgangspunkt oder der Start für 2021, jetzt Stand heute. Wir haben natürlich, das sind diese vielen Blätter hier, uns Gedanken gemacht und am 15. Oktober letzten Jahres unsere großen Anträge abgegeben, um mit dem guten Fördergeld der Thüringer Staatskanzlei wieder ein großes, umfangreiches Veranstaltungsprogramm auf die Beine zu stellen. Das ist bei uns so aufgetruselt, dass die Veranstaltungen sich so ein bisschen an die Ausstellung anschmiegen, an die Ausstellungskomplexe. Da habe ich mir dann Gedanken gemacht, auch mit Hilfe und anderen schlauen Köpfen haben wir zusammengetragen, was uns an Themen dazu einfällt, was uns interessiert. Und dann ein paar Highlights entwickelt. Es gibt, also ich dann da konkret drauf eingehe, es wird eben auch, also einmal parallel vier Themenkomplexe geben, die den Ausstellungen zugeordnet sind und dann wird es Veranstaltungsreihen geben und wiederkehrende Solitärveranstaltungen, eben hoffentlich das Sternbrückenfest oder unser Beitrag zur Langen Nacht der Museen. Und auch so verschiedene andere Tage im Jahr, die wir gerne bestücken, der Vorlesetag, der Kurzfilmtag und so weiter und so fort. Nachdem ihr beide jetzt ganz anschaulich die Struktur eurer Ideen mir theoretisch erläutert habt, was wird es geben? Benenn doch jetzt mal bitte die Ausstellungen, Schlagworte, worauf darf ich mich freuen, wie heißen die Ausstellungen, was oder wer wird ausgestellt? Also zunächst behalten wir die Ausstellung, die schon seit August letzten Jahres in der ersten Etage des ACC zu sehen ist, bei. Das hat einfach mit dem Corona-Lockdown zu tun und damit, dass es jetzt töricht wäre, ja, eine neue Ausstellung aufzubauen und der Öffentlichkeit vorzustellen, einer Öffentlichkeit, die praktisch noch nicht wieder freigelassen, die noch keinen Freigang hat von Bruno Ramelow. Deswegen behalten wir das bei, was wir uns im letzten Sommer hart erarbeitet haben, weil wir auch glauben, diese Ausstellung haben noch nicht genügend Menschen gesehen. Die Ausstellung heißt Vom Glück der Provinz und in dieser Ausstellung geht es darum, 10 liebenswerte und erwähnenswerte, teils nicht ganz bekannte Kunst- und Kulturinitiativen Thüringens vorzustellen, die nicht aus Weimar kommen, vorwiegend zumindest nicht. Eine kommt aus Weimar, einer kommt aus Weimar. Und damit auch zu überlegen, was war Thüringen ehemals, was ist es jetzt, was könnte es vielleicht mal wieder werden oder was könnte es sein. Und das Ganze ist auch angebunden, nicht nur war angebunden ans Weimarer Kunstfest und ist auch angebunden an dieses Jubiläum, was wir im letzten Jahr begangen haben, nämlich 100 Jahre Thüringen. Also so eine Art Tiefenprüfung und Suche, trüffelschweinartige Suche nach Unbekannten. Die zieht sich also noch hin, könnte man ja fast sagen. In dem Fall ist ja fast unsere längste Ausstellung bisher, nicht meine erste Banane, unsere längste Ausstellung bis 21. Februar 2021. Und das gepaart mit einer zweiten Ausstellung, die sich mit Gustav Adolf Bergenroth beschäftigt, den kennt kein Schwein. Bergenroth, der ein Kryptologe, ein Dechiffrierer sozusagen war, ein Geheimsprachenentzifferer. Und das nicht hier auf deutschem Boden, sondern in Spanien, dort genau genommen im Generalstaatsarchiv von Simancas,
Das liegt in, wo liegt es denn gleich mal? Naja, im, in der Mitte Spaniens, praktisch in der Nevada Spaniens. Und der hat über Jahre hinweg die britischen Depeschen, die so hin und her gingen und die sehr ja, geheimnisvollen Charakter hatten und in Geheimschrift geschrieben waren, entziffert und damit die britische Kolonisationsgeschichte quasi nochmal, also der Wahrheit gemäß, umgeschrieben und bewies damit, dass alles, was wir so in den Geschichtsbüchern lernen über die britische Kolonialgeschichte, eigentlich nicht unbedingt der kompletten Wahrheit entspricht. Die komplette Wahrheit besteht oft aus mehreren Wahrheiten. Der am Ende seines Lebens bekannte oder bekennen musste, es gibt keine Helden, und an dem sich heute noch, also Gegenwartshistoriker, an dem sie nicht vorbeikommen, an diesem Bergenrott. Und dem selbst und dem Thema Geheimsprache, Kryptologie, Chiffrensprache ist eine Ausstellung von dem Berlin/Weimar/österreichischen Kurator und Künstler Norbert W. Hinterberger kuratierte Ausstellung Bergenrott und die geheimen Schriften, so ähnlich heißt sie, die haben wir gemacht oder hat der Norbert Hinterberger gemacht, und die ist auch nach wie vor seit dem 26.08. letzten Jahres jetzt in etwas reduzierter und verdichteter Form auch hier im ersten Stock zu sehen. Alles im ersten Stock, weil der zweite Stock ist ja seit der großen Ausstellung 2017 mit Ulrike Teusner, ist das ja auch eine Ausstellungsetage. Dort haben wir uns jetzt überlegt, dass wir das komplette Jahr über einem bereits erwähnten Ausstellungs- und ja, Situationsprojekt diese Räume überlassen. Das Projekt heißt A Kids Headquarters, also das Hauptquartier der Kids, das Hauptquartier der Kinder und Jugendlichen, in dem es darum geht, ja, zu diskutieren, warum es nicht möglich ist, Kinder und Jugendliche noch viel eher, als wir das hierzulande zu tun pflegen, in demokratische Entscheidungsprozesse und Entwicklungsprozesse ja, einzubinden. Das Ergebnis, dass wir das zu spät tun, das Ergebnis unserer doch fehlgeschlagenen Bildungspolitik, ich nenne da ein Beispiel, nämlich dass vor ein paar Jahren man in Sachsen noch entscheiden konnte, ob man als Abiturfach Geschichte oder irgendwas anderes, Geografie, glaube ich, sich hernimmt. Man konnte also Geschichte auch abwählen. Und wir sagen eben, Geschichte gehört nicht abgewählt. Das Ergebnis sehen wir in Sachsen, auch in Thüringen, zu dem es kommen kann, wenn man Geschichte abwählen kann. Geht in Thüringen nicht. Wie bitte? Das geht in Thüringen zum Glück nicht. Nein, zum Glück geht es in Thüringen nicht oder ging nicht. Es geht auch in Sachsen jetzt nicht mehr. Aber wie gesagt, so ein bisschen Bildungsarbeit und Erziehungsarbeit sollte auch, vor dem sollte sich das, sollte auch das ACC nicht zurückschrecken. Und weil wir nicht genau wissen, wann der Lockdown aufhört, wir wissen nicht genau, wann die Öffentlichkeit wieder auf unsere schönen Räumlichkeiten losgelassen wird. Und deswegen haben wir uns überlegt, okay, Ätsche Bätsche, die komplette zweite Etage für das komplette Projekt EKZ Quarters für das gesamte Jahr. Und irgendwann wird schon der Zeitpunkt eintreffen, wann dann wieder Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, aber auch richtige Erwachsene und Rentner in unsere Räume einreiten dürfen. Ja, konkret vielleicht jetzt mal zu den Ausstellungen, die dann nur für dieses Jahr vorgesehen sind. Die beginnen dann also erst im März. Und zwar, da muss ich auf meinen Zettel gucken, am 5. März, wenn alles so bleibt wie geplant, wird es eine Ausstellung geben, die voraussichtlich den Arbeitstitel trägt Heimat/Homeland. Homeland ist ja inzwischen so ein Begriff, der, wo man schon mit den Ohren die Ohrwasche spitzt. Es gibt die Heimat, die Homeland Securities und die Heimatministerien und all das. Genau damit hat diese Ausstellung was zu tun. Das ist die Ausstellung mit den Ergebnissen des 26. Internationalen Atelierprogramms der ACC-Galerien der Stadt Weimar. Das heißt auch mit den drei Künstlerinnen und Künstlern, die an dem Programm, das noch läuft bis Ende Januar, die an diesem Programm teilnahmen. Und das sind ganz konkret gesagt ein Michael Lülow. Der kommt ursprünglich aus Woronezh in Russland, also damals, als es noch Sowjetunion war, lebt jetzt auf Sizilien, und mit einer englisch-US-amerikanisch-deutschen Künstlerin, die Rosa Nussbaum heißt, und mit einem deutschen Künstler aus Berlin, einem Konzeptkünstler, der heißt Paul Wierspinski. Diese drei haben sich auf ganz verschiedene Arten und Weisen mit dem Heimatbegriff auseinandergesetzt. Heimat, ja, weil die Heimat ist in aller Munde. Im Osten hatten wir als Unterrichtsfach Heimatkunde. Es gibt, wie gesagt, das Heimatministerium inzwischen.
für Heimat und was noch, für Heimat und Bauwesen oder sowas ähnliches. Und wir, das heißt, die Fragen, die sich mit dem Begriff Heimat, mit dem Begriff Identität, Nationalität stellen, sind aktueller denn je, bestimmen auch das politische Zeitgeschehen und Wahlergebnisse. Und ja, wir müssen uns einfach fragen, stimmt der alte Heimatbegriff noch? Ist Heimat noch das, was es mal war? Oder muss Heimat auch das ein oder andere Mal neu definiert werden? Ist auch für die Migranten, die in den letzten 5, 6 Jahren nach Deutschland gezogen sind, kann Deutschland eine neue Heimat sein? Spielt damit der Einzug anderer Kulturbegriffe, anderer Leitkulturen auch eine Rolle? Also wie öffnen wir uns diesen neuen Entwicklungen des 21. Jahrhunderts? Mit diesen Fragestellungen befasst sich dieses Atelierprogramm. Ich will jetzt nicht, das würde vielleicht zu weit führen, in die Details jedes einzelnen Künstlers gehen. Vielleicht die zweite Ausstellung, das ist dann diese Einzelausstellung einer aus unserer Sicht nicht mehr, wie man früher gesagt hat, up-and-coming oder cutting-edge-Künstlerin, sondern einer Mid-Career-Artistin, die heißt Yvonne Buchheim, kommt aus Weimar, ist 1972, glaube ich, in Weimar geboren, war einstmals auch Stipendiatin eines solchen Atelierprogrammes, hat hier ein großartiges Konzept umgesetzt, das hieß die singende Stadt, hat also ganz Weimar klingen und singen lassen, ich glaube im Jahr, muss es 2007, 2008 gewesen sein, und die wird bei uns eine Ausstellung machen, die heißt Kopf überleben. Das sollte eigentlich eine Ausstellung ursprünglich sein, die, ja, die sich mit dem, ja, mit dem beschäftigt, was bleibt, wenn man was von seiner Heimat, auch von der Heimat, was von der eigenen Heimat bleibt, wenn man ins Ausland geht. Die hat 20, 25 Jahre im Ausland gelebt, in Bristol, in Kairo, ist ziemlich viel rumgetingelt, hat dort auch unterrichtet an Universitäten und dergleichen und kommt jetzt quasi nach Deutschland zurück, hat eigentlich ein Projekt vorgehabt, der Körper als Heimat, und das hat sich jetzt sehr verstärkt, diese Idee, den Körper und seine Reaktionen auf bestimmte, auch auf Krankheiten unter die Lupe zu nehmen und damit diesen Körper als Heimatbegriff nochmal doppelt zu hinterfragen, hat sich dadurch verändert, weil diese Yvonne Buchheim vor 2 Jahren schwer an Krebs, an Brustkrebs erkrankt ist, und diese Erkrankung und alles, was die Erkrankung an neuen, auch künstlerischen Erkenntnissen, also an Selbstbetrachtung, an Tagebuchaufzeichnungen, an Selbstbebilderung, an Selbstporträts sozusagen mit sich bringen, das soll Inhalt oder neuer Inhalt dieser großen Einzelausstellung sein. Im Anschluss daran die große Kunstfestausstellung, die heißt dann Thüringen, die ganze Wahrheit, ist sozusagen eine Anschlussausstellung an die Ausstellung, in der wir gerade drin sitzen, mit Goethes Topfpflanzen zum Beispiel von Sonja Schönberger, dieser Berliner Konzeptkünstlerin. Und das ist eine Ausstellung, das soll auch eine Steigerung sein dessen, was wir in diesem Jahr mit dem Kunstfest Weimar praktiziert haben. Also es sollen zwei Parallelprojekte zusammengebracht, miteinander verschmiedet werden. Zum einen ist das ein theatralisches Projekt mit einem One-Man-Theaterstück eines luxemburgischen Theatermannes, eines Schauspielers, Steve Carrier heißt der. Der war schon im letzten Jahr beim Kunstfest zugegen und hat dort ja eine ganze Reihe von 16 oder 17 Theaterstücke aufgeführt, die hießen allesamt Schwimmen nach Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Also Schwimmen nach Thüringen, Schwimmen nach Jena, Schwimmen nach Neustadt an der Orla, Schwimmen nach Suhl und so weiter. Und dem gefiel unsere Idee ganz gut, dass wir uns in diesem Jahr mit dem Umstand auseinandersetzen möchten, dass eigentlich die Politik und die Wirtschaft und auch die Medienwirtschaft dank des Spiegels in ihrer in ihrem Avantgardismus und in ihrer Spitzfindigkeit die Kunst überholt haben in letzter Zeit. Eigentlich soll ja die Kunst die Speerspitze der Gesellschaft sein, der Seismograf, der Bewusstseinsschuler und so weiter, der uns unsere Sinne reaktiviert und sensibilisiert. Und das hat natürlich mit Hilfe von Donald Trump und
wie hieß der Spiegel-Affären-Mensch, der große Journalist, dessen Spiegel, tolle Spiegelartikel, denen ich allesamt geglaubt habe, sich alle als Fake News erwiesen, Relotius, ja, der kam uns da zu Pass. Also wir überlegen, wie wir neue Lügen, neue Halbwahrheiten, neue Gerüchte nach Thüringen rein transportieren können oder aus alten Sagen, Legenden, Fake-Geschichten, die aufbauschen können und auf eine künstlerische Art und Weise mit Hilfe von Künstlern diese Geschichten in künstlerischer Form in Räume, in Ausstellungsräume bringen können. Also es werden etwa 12 Orte sein, die wir bespielen, nicht nur das ACC, 12 Orte außerhalb Weimars, wiederum wie in diesem Jahr auch, mit 12 vorwiegend Thüringer Künstlerinnen und Künstlern. Und es geht darum, dass wir ja eigentlich sehr stark, könnte man inzwischen sagen, abhängig sind von diesen, es geht um unsere Nachrichten, um unsere Nachrichtengeilheit. Also wir brauchen natürlich jeden Tag neue Spiegel-Online-News, wir brauchen Facebook-News, wir lechzen ungeachtet jeglicher Authentizität nach Neuigkeiten und möglichst müssen sie sensationell sein. Wir hinterfragen nicht mehr, ob das Ganze wie war, welcher Wahrheitsgehalt dahinter steckt. Das ist uns egal, also Hauptsache die Erzählung stimmt, egal wer es erzählt und was er erzählt. Und da haben Wirtschaft und Politik die Kunst überholt, mit all ihrer Fantasie, denn was Trump da jeden Tag getwittert hat und wahrscheinlich künftig auch weiter twittern wird, ist ja durchaus als fantastisch zu bezeichnen. Ja, und damit wollen wir uns befassen. Also wie kann die Kunst diese Vormachtstellung und diesen avantgardistischen Moment wieder für sich in Anspruch nehmen? Da wollen wir eben den Künstlern und uns selber und dem Kunstfest und Thüringen auf die Sprünge helfen. Also Thüringen, die ganze Wahrheit, bestehend aus kompletten Lügen im Prinzip. Also kann man mit der Firma, die ja die Millionen Dollars schweren Jeff Koons Skulpturen, die teuersten Stahlskulpturen der Welt herstellt, kann man mit dieser Firma gemeinsam neue Legenden erfinden, die sich mit Jeff Koons auseinandersetzen, mit dieser ungeheuren Nachricht, dass eben die teuersten Skulpturen der Welt aus Thüringen kommen, die werden hier geschaffen und auf dem amerikanischen Markt dann vertickert. Wie können wir da eingreifen und wie können wir praktisch aus der Wahrheit Legende machen, also zu Legenden schmieden vielleicht auch werden. Und die letzte Ausstellung, und da bin ich auch schon fertig mit meinem Salat hier, die letzte Ausstellung im Jahr wird sich dann mit dem Thema Denunziation auseinandersetzen, wie schon gesagt. Sehr zeitgenössisch das Thema. Es gibt Rektoren, ehemalige Hochschulen, die der Stasi-Mitgliedschaft bezichtigt wurden, dann später rehabilitiert wurden, was ihnen nichts mehr genützt hat. Es gibt Mediziner, Ärzte, die 1961 sich aus dem Westen strafbarerweise ein Anatomiebuch haben kommen lassen über einen Kurier und dann hat sie jemand angezinkt und dann mussten sie deswegen 7 Monate in den Knast. Es gibt Menschen, die falschen Haustiere sich zu Hause halten, vom Nachbarn angezinkt werden. Es gibt natürlich auch Menschen, von denen der Nachbar über den Balkon entdeckt, das waren jetzt aber keine Verwandten, die diese Familie da zur Geburtstagsfeier besucht haben. Das waren doch Verwandte und nicht nur aus 2 Familienhaushalten. Da muss ich jetzt mal schnell die Polizei oder das Ordnungsamt anrufen. Also der Denunziation, dem Verrat, der Anzeige sozusagen sind auch in dieser Gesellschaft, nicht nur zwischen 33 und 45, keine Grenzen gesetzt. Und damit soll sich eine internationale Gruppenausstellung auseinandersetzen mit 12 Künstlern, deren Namen ich noch nicht nenne, noch völlig uninteressant am heutigen Abend, denke ich mal, weil ich mit ihnen auch noch gar nicht gesprochen habe. Da gibt es erstmal einen Antrag, der wird gestellt und dann wird geschaut, ob es vielleicht ein bisschen Geld gibt. Und erst dann, wenn man sich der Sache sicher sein kann, werden natürlich Künstler dazugeladen, weil sonst sind sie ja enttäuscht, du verstehst, was ich meine. Wenn sie erst eingeladen werden und dann wird gesagt, kann ich dich bezahlen, ich muss dich wieder ausladen. Ist dir das letztes Jahr ab und zu mal passiert?
Das beantworte ich gleich, aber es kann ja sein, dass von den 12 auch in der Zeit noch welche denunziert werden und dann auch gar nicht teilnehmen können. Das ist sicherlich richtig, ja. Das ACC wird mit der Ausstellung sicherlich dann herausfinden, ob diese Bürger, die etwas über unerlaubte Haustiere, die gehalten werden, gesagt haben oder der falsche Besuch kommt, ist, ob sie nicht einfach ihre Pflicht getan haben oder doch etwas moralisch Verwerfliches gemacht haben. Das werdet ihr klären. Ich würde jetzt gerne mit dir nochmal, wie in der Hitparade früher, im Schnelldurchgang das nochmal zusammenzählen. Wir haben hier eine Ausstellung im Haus, das Glück der Provinz. Die gibt es schon seit dem letzten August im Obergeschoss. Wie war das mit den Kids und dem Headquarter? Wie heißt die Ausstellung? A Kids Headquarters. Genau. Die Ausstellung wurde benannt. Dann ging es um den Dechiffrierer, Herrn Bergenroth, eine historisch politische, grafische Ausstellung auch. Ja. Hilf mir nochmal weiter, du weißt das besser als ich. Dann das richtige Ausstellung im Jahr 2021 beginnt mit der Ausstellung Heimat Homeland mit den Stipendiaten des Atelierprogramms. Eine politische Ausstellung kann man auch sagen. Kann man sagen, auf jeden Fall, ja. Wobei das ja sehr subtil, zum Teil subversiv ist, wie die Künstler sich diesen Themen widmen. Das muss nicht unbedingt was mit Migrationskultur der letzten 5 Jahre zu tun haben und dem neuen Heimatbegriff, der sich dadurch vielleicht hoffentlich herausbildet. Dann kommt eben die Einzelausstellung Kopf überleben, also wie man mit dem Kopf überlebt, wenn der Körper krankt. Von Yvonne Buchheim aus Weimar, /Kairo, /Bristol, /sonst irgendwas. Dann gibt es die Ausstellung, die 12er Ausstellung, die sich über das ganze Land Thüringen verteilt. Thüringen, _, groß geschrieben, die ganze Wahrheit, die komplette Wahrheit über Thüringen. Und dann eben die Ausstellung Denunziation. Und was ich vergaß war, während dieses ganzen Konglomerats an Ausstellungen wird bereits das 27. internationale Atelierprogramm der ACC-Galerie der Stadt Weimar ins Leben gerufen, dessen Stipendiatinnen und Stipendiaten schon feststehen. Und das trägt dann den schönen Titel Rückzug. Also Rückzug auch als ein gesellschaftliches Phänomen, sei es nun aus Corona-Gründen oder aus Gründen der, weswegen kann man sich zurückziehen, weil man glaubt, gescheitert zu sein, aus Resignation an der Gesellschaft, ja. Aber auch das Ganze auch historisch verbrämt, aber auch in die Zukunft geschaut. Also welche Vorteile kann vielleicht auch mal ein ordentlicher Rückzug haben, das Innehalten, das sich neben sich selbst stellen und mal gucken, was mache ich eigentlich hier, warum bin ich da, welchen Beruf übe ich aus, das ist ja auch, also diese Corona- und Lockdown-Zeit ist ja geradezu angetan und angehalten, mal über sich selber ein bisschen nachzudenken. Deswegen Rückzug, leider nicht meine Idee, die Idee unseres Projektkoordinatoren, unseres ACC-Atelierprogramms, also praktisch unsere linke und rechte Hand, der heißt Knut Birkholz, kommt ursprünglich aus Merseburg, später studiert in Weimar und jetzt lebt er in Amsterdam, also ein sehr weitläufiger Zeitgenosse, von dem die Idee des Rückzugs stammte. Jetzt die alles entscheidende Frage, mal angenommen, der Lockdown geht weiter und reicht auch noch ins Frühjahr hinein. Die Ausstellungsbeginne werden sich nach hinten verschieben. Wie wird das sein? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube nicht, dass die Ausstellungsbeginne sich bei uns noch weiter nach hinten verschieben können, weil langsam wird es peinlich. Also wir können eine Ausstellung, die jetzt bereits fast ein halbes Jahr, also die am 21.02. ein halbes Jahr gegangen sein wird, nicht noch weiter nach hinten verschieben. Ich glaube, wir werden dann eher das machen, was am heutigen Abend auch Klaus Nährlich mit seiner Ausstellung Hinterm Horizont geht's weiter getan hat, nämlich digitale Eröffnungen. Das macht ja Julie Lübcke in der Galerie Eigen und Art Berlin, Leipzig auch. The Digital Opening. Ich glaube, das ist dann die Zukunftsmusik. Das heißt, in die Fußstapfen unserer Technikerin / Veranstaltungsmanagerin, Programmiererin Ulrike Mönnig treten und dann nicht nur digitale Gesprächsveranstaltungen machen, sondern auch digitale Eröffnungen zu machen. Anders wird es wahrscheinlich nicht laufen, weil wir können nicht, also sollte der Lockdown sich noch länger hinziehen, noch ein weiteres Jahr warten, sondern ich denke, der richtige Weg ist dann wirklich über digitale Medien andere Mittel und Wege zu finden, dennoch trotz allem mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Bei A Kids Headquarters wird es ganz schwierig, weil da sind wir auf das Interagieren noch mehr angewiesen, als wir auf Besucher und Besucherzahlen angewiesen sind. Aber, und bei allen anderen, also bei der Stipendiatenausstellung, da wird es zum Teil sich wahrscheinlich eher so ergeben, weil die Stipendiaten selber uns möglicherweise gar nicht werden besuchen dürfen, wenn sie aus den USA kommen,
Wahrscheinlich auch nicht, wenn sie aus Italien kommen, wie Michael Lühloff aus Sizilien, wie gesagt. Die Rosa Nussbaum kommt aus den USA, durfte auch ihr Stipendium gar nicht hier im letzten Jahr absolvieren. Das heißt, sie bekam von uns und von der Stadt Weimar 1.000 Euro im Monat dafür, dass sie zu Hause in Philadelphia zu ihrer Projektidee, die sie hatte, zu ihrem rumänisch-jüdischen Großvater, hat sie von dort aus gearbeitet und von hier aus ihr Geld bekommen. Und dann wollen wir natürlich hier jetzt die Ergebnisse dieser Arbeit präsentieren. Also es ist alles ein bisschen durch den Wind und wir müssen uns dann Gedanken machen, wie wir tatsächlich auf eine wahrnehmbare und dichte und interessante Art und Weise die Räume ja mit Kunstwerken füllen können, indem wir bei der Stipendiatenausstellung war das durchaus in den letzten Jahren schon gang und gäbe, dass wir auch frühere Stipendiaten nochmal vorgestellt haben, auch andere Werke von anderen Künstlern, die nicht Stipendiaten der ACC-Galerie in der Stadt Weimar waren, die sich aber mit demselben Thema Heimat auseinandergesetzt haben zum Beispiel. Also da, glaube ich, sind unsere Fantasie und unsere Flexibilität, Spontanität und unserem Improvisiergehabe keine Grenzen gesetzt. Aber möglicherweise wird es auch wieder so werden, dass wir bestimmte Ausstellungen dass die sich in die Länge ziehen, weil wir wieder einmal mehr der Meinung sein werden, diese Ausstellung soll von mehr Leuten gesehen werden. Oder einfach, das haben wir im letzten Jahr auch schon praktiziert, es gar keine Ausstellungsumbauzeiträume mehr gibt, sondern die eine Ausstellung in die nächste Ausstellung übergeht, fast unmerklich, und man hier als Besucher herkommt, wenn die Besucher erlaubt sein sollten, und fünf Ausstellungen gleichzeitig wahrnehmen kann und nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht, wenn man in die Räume geht. Also vieles wissen wir auch selber noch nicht, wie sich das gestalten wird. Aber wir bauen hier auf unsere Kampfkraft, unser fantasievolles Leistungsvermögen, und das wird uns hoffentlich auch in diesem Jahr nicht verlassen. Also ja, schlimmer als Lockdown geht ja fast nicht, denke ich mal. Also schlimmer als Schließen kann ja auch nur Schließen sein. Okay, ich sehe, du bist nach wie vor hochmotiviert und das ACC ist bereit, dann loszulegen. Die Konzepte sind fertig. Im Veranstaltungsbereich, das kenne ich ja von mir, von der Musik, von den Bühnen auch. Manche Anbieter haben noch kein Jahresprogramm vorgelegt, weil sie gar nicht wissen, wann sie das Jahresprogramm dann ihrem Publikum zeigen können. Da gibt es inzwischen etwas, ich persönlich finde es ganz schön, dass man ein etwas geschärfteres, aufmerksameres Publikum hat, die auch in der Lage sind, auf eine spontane Ankündigung mit Interesse zu reagieren. Das wird möglicherweise bei euch im ACC hier auch so sein. Das wird so sein und das war auch ein bisschen immer so. Also wir haben ein Jahresprogramm, verschiedene Programmpunkte. Auch ich habe mit verschiedenen interessanten Persönlichkeiten aus ganz verschiedenen Gebieten angefragt, ob sie Lust hätten, und aber vieles ist da noch nicht terminiert. Also das wird dann jetzt gestrickt, dann werden gute Termine gesucht, man gleicht das auch ab mit dem, was in der Stadt so los ist. Und jetzt hat sich der Montag als ein sehr guter Veranstaltungstag herauskristallisiert. Das wird sich einfach in dem Jahr, im Laufe des Jahres zeigen, und das nehmen wir so sportlich. Und das soll hier nochmal gesagt sein, auch an die zahlreichen Zuschauer: Montags 20 Uhr auf der Facebook-Seite des ACCs in Verbindung mit YouTube. Ja, YouTube, nur YouTube, nicht Facebook, das geht nur über YouTube. Also ich war oft auf Facebook und habe dann zugesagt zur Veranstaltung und konnte dann den Button drücken, um zu YouTube zu kommen. Das ging, glaube ich. Versuche ich auch in Zukunft nochmal. Sie werden das schaffen, Sie sind alle technikaffin und werden dorthin kommen. Es gibt jetzt noch so ein paar Schlagwörter wie Tag des offenen Denkmals, Tag des offenen Ateliers, Museumsnacht und so weiter. Was könnt ihr mir an Kurzinformationen dazu sagen? Ich würde jetzt mal noch ein paar andere sagen, weil es ist ja ein so reichhaltiges Programm, was wir uns vorgenommen haben. Da ist vieles noch gar nicht zur Sprache gekommen und einiges holen wir auch nach aus dem letzten Jahr und hoffen, dass wir es machen können. Das klingt natürlich jetzt, Stand heute, auch ein bisschen utopisch. Wir wollten zum Beispiel im letzten Jahr eben parallel zu dieser Ausstellung vom Glück der Provinz nämlich auch in selbige fahren oder ein bisschen in Thüringen rumtouren.
mit den Landpartien, den sogenannten, die gehen auf ein Projekt zurück, das wir vor 2 Jahren begonnen haben mit Yvonne André und Stefan Petermann. Ein Herzensprojekt, das sich ausgeweitet hat, und die haben sich um die 10 kleinsten autonomen Dörfchen oder Gemeinden in Thüringen gekümmert mit Bild und Text und haben das bei uns hier vorgestellt. Das war so ein erfolgreiches Projekt, dass das in verschiedenen Spielarten weiterlebt. Auch in dieser Ausstellung ist es ein Teil der aktuellen Ausstellung. Und wir dann beschlossen haben, jetzt fahren wir da mal hin, jetzt machen wir das und schauen, was es dort alles zu erleben gibt. Und das haben wir auch in 2021 immer noch fest vor. Da gibt es verschiedene Orte, ich muss mal kurz gucken, das ist zum Beispiel Asbach-Sickenberg an der ehemaligen Grenze, Eichstrut, Mäusebach, das sind jetzt erstmal 3, das wäre schon toll, wenn wir die alle schaffen würden. Das ist das eine, was haben wir dann noch? Dann gibt es, nochmal zu dem Kids Headquarters würde ich gerne noch eine Sache sagen, vielleicht kann man das auch als Art Aufruf verstehen. An alle, die, sagen wir mal, bis 25, also Jugendliche, junge Erwachsene, die gerade so die ersten oder vielleicht auch schon erfahrenen Schritte machen, was zu sagen haben, als entweder in einer, sich schon gruppiert haben oder allein Dinge einfach auch in diesem Galeriekontext präsentieren wollen, sind hiermit herzlich aufgefordert, sich zu melden. Wie gesagt, das läuft das ganze Jahr und wir werden, sobald es auch wieder möglich ist, hier zu arbeiten, versuchen das auch Corona-konform, auch das nächste Jahr wird uns das ja begleiten, dass Leute, die was zu sagen haben, herkommen können, ihre Themen präsentieren und vielleicht auch in irgendeiner Form eine sich zeigen, sei es als Installation, als ein Videoclip produzieren und so weiter und so fort. Da gibt es 1000 Möglichkeiten und wir freuen uns da über einen ganz reichhaltigen Input. So, jetzt würde ich gerne noch, wir haben auch so ein paar Kooperationen, die mir auch sehr wichtig sind, jährlich mit verschiedenen anderen Institutionen und Aktivitäten. Weimar ist ja ein sehr dichtes Pflaster und manchmal steht man sich auch so ein bisschen auf den Füßen drum, weil ganz viele Veranstaltungen parallel passieren. Das ist nun etwas anders. Trotz alledem gibt es diese Kooperationen, diese liebgewordenen Kooperationen, die im letzten Jahr stattfinden konnten, in abgespeckter Form, aber immerhin. Die wird es im nächsten Jahr auch geben. Voran möchte ich nennen zum Beispiel die internationalen, ich mag den Namen sehr, internationale Thüringer Poetry Film Tage. Also das macht im Namen schon deutlich, es ist hier verortet, aber es geht in die Welt. Da wird es einen Kooperationsworkshop geben zu diesem besonderen Genre. Den haben wir dieses Jahr veranstaltet, der war sehr erfolgreich, machen wir nächstes Jahr nochmal, werden zum Beispiel Haikus verfilmen und uns mit diesem speziellen Kunst, mit dieser Kunstform auseinandersetzen. Dann werden wir mit der Heinrich-Böll-Stiftung Thüringen versuchen, wieder einen sogenannten Europasalon auf die Beine zu bringen und interessante Gesprächspartner finden zu Europathemen. Auch das musste im vergangenen Jahr leider erstmal verschoben werden. Dann muss ich noch mal kurz schauen, gibt es Veranstaltungsreihen, die wiederkehren? Eine davon geht in die 10. Runde, Kunstspektakelrevolution. Unter der Ägide von Lukas Hohlfeld, der das konzipiert und dieses Jahr zum Thema, das muss ich mal ganz kurz suchen, zum Thema Musik. So, jetzt bin ich das Opfer meiner Zettelwirtschaft, super. Das ist das 10. Jahr, ne? Sogar. Das 10. Jahr, genau. Ja, ja. Das ist nur das 10. Jahr. Das 10. Jahr, das er genau zu verschiedenen Themen. Mhm.
in diesem breit gefächerten Kunstspektakel Revolution, da lässt sich einiges unterbringen. Das hat er auch mit Erfolg gemacht. Das haben wir übrigens im letzten Jahr auch wunderbar gestreamt. Das war so eins der ersten Probierfelder für unsere gestreamten Veranstaltungen unter der technischen Leitung von Lev Teddys. Grüße alles, der hier nicht zu sehen ist, aber der gute Geist der gestreamten Veranstaltung ist. So, bis ich das jetzt finde, erzähle ich noch von einer anderen Reihe, nämlich Brotlose Kunst. Und da kannst du mir was erzählen, nämlich du bist der Kopf dieser Reihe und wirst auch wieder interessante Leute, Gesprächspartner einladen, die du dann ausquetschen darfst. Ja, ich habe mich gerade erinnert, das gab es ja auch noch, die Brotlose Kunst. Eine Gesprächsreihe, die Protagonisten der verschiedenen Künste porträtiert und wir in die Werdegänge, die Biografien der einzelnen Gäste eindringen. Ich möchte mal gerne rauskriegen, ab welchem Moment wollten diese Leute Künstler werden? Ab wann haben sie die Passion für ihre Kunst entdeckt und ab wann haben sie sich vorstellen können, davon zu leben, damit Geld zu verdienen? Deswegen Brotlose Kunst, viele von denen, die wir interviewen, verdienen Geld damit, verdienen sogar sehr gutes Geld damit. Also sie sind in keinster Weise welche, die unter der Brücke schlafen müssen oder sich nichts zu essen kaufen können. Auch hier wird es so sein, dass wir das ein bisschen auf Zuruf machen. Wir haben das angefangen mit einem regen Publikumsinteresse und konnten natürlich feststellen, dass auch da die Interaktion das Gespräch beflügelt und die Gäste mehr Lust haben, über sich zu erzählen und es gibt emotionale Reaktionen aus dem Publikum und manchmal kommt dann richtig Stimmung auf, was natürlich die Veranstaltung einfach leidenschaftlicher, bunter, farbiger sein lässt und auch alle, die da mitmachen, haben natürlich noch mehr Lust. Das hat dann oftmals auch wie heute sehr eine konzentrierte Atmosphäre, alle bemühen sich genau, die Informationen runterzubringen und manchmal ist natürlich, wie Sie das aus dem Fernsehen kennen, von Talksendungen mit Reaktionen aus dem Publikum, es macht einfach mehr Laune und es ist ein bisschen mehr Stimmung in der Bude. Eine Sache ist die, dass die Leitungsebene des ACC mir auch random Gäste zuspielen will, von denen ich noch nichts weiß. Das Format gab es, glaube ich, schon mal im Fernsehen vor Jahren mit Jürgen von der Lippe mit einer Sendung, die hieß Was ist? Und der Moderator sich dann durchfragen musste, das wird mir wahrscheinlich auch blühen. Da kann ich Sie nur einladen, seien Sie gespannt, wen wir hier präsentieren werden. Hoffentlich irgendwann auch mit Publikum. Ansonsten weiter im Streaming-Format in dieser konzentrierten Form. Aber da würde ich Sie bitten, die ACC-Webseite, Facebook-Seite zu besuchen und auch im Faltblatt zu schauen. Da werden diese Veranstaltungen angekündigt sein. Und jetzt kann Ulrike Mönnig weiter von Lukas Hohlfeld erzählen. Ich wollte nur noch den Titel nachliefern. Und zwar über die Meutereibestrebung in der Musik. Das ist der Übertitel. Da geht es um die Musik als die abstrakteste der Künste. Und ich glaube, nee, ich erspare uns das jetzt, das im Detail zu nennen. Es sind interessante Themen. Wie ich sehe, sind es 9 verschiedene Vorträge und Gespräche geplant. Ich hoffe, dass wir die dann irgendwann auch wieder mit Publikum machen können. Ich würde gerne auch, so absurd es klingt, aber wir versuchen auch wieder ein Konzert, die Galeriekonzerte, die wir 2020 so erfolgreich angefangen haben, im Januar und Februar, da musste dann eins, was wirklich in den Anfang der Pandemie fiel, verschoben werden. Und ich hoffe, dass ich das in diesem Jahr nachholen kann mit dem Schweizer Duo Fitzgerald und Rimini. Das sind Ariane von Grafenried und Robert Eberhardt, die eine aus meiner Sicht sehr, sehr besondere Art Kunst, Musik, Text verbinden, verschiedene Sprachen, Schweizerdeutsch, Englisch, Französisch, ein ganz verrückter Mix. Sie ist eine sogenannte Spoken Word Performerin und Robert Eberhardt der musikalische Kopf. Und ich hoffe sehr, dass wir die in einem besonderen Format, vielleicht wenn es dann wieder ein bisschen anders geht, versuche ich auch die Räume zu nutzen, die verschiedenen Räume, so dass man
Corona-sicher, vielleicht, ich habe es Raumwandler genannt, eine Art Raumwandler-Konzert, dass man dann auch wieder mehr Kontakt zur Kunst hat, dass man die Ausstellung, die gerade parallel läuft, dass man das mehr miteinander verzahnt und wenn wir das tontechnisch in den Griff bekommen, daran arbeiten wir gerade, dann könnte das ein interessantes neues Format sein. Corona sei Dank. Wahrscheinlich, vielleicht, hoffentlich. Das war es eigentlich jetzt erstmal. Es gibt so viele andere Sachen noch zu nennen, aber ich weiß nicht, haben wir die Zeit noch? Wir wollen vielleicht die... Klar, wir haben alle Zeit der Welt, denn wir sind doch auf Live-Schaltung, wir wollen ja nicht das ZDF. Die Trauer des Publikums nicht so groß werden lassen, Ihnen jetzt diese Brocken zu präsentieren, die Sie möglicherweise nicht sehen können. Ja, aber wenn ihr noch ganz wichtige Dinge habt, dann schießt los oder wir runden das ab, indem wir ganz knackig eigentlich den Extrakt eurer 2021 Ideen hier ausgebreitet haben. Nein, wir runden nicht ab. Wir fokussieren rhizomatisch in die Zukunft. Wir liefern noch zwei, drei Versatzstücke. Wir sagen noch, dass natürlich das Ausstück Kids Headquarters, dieser Überhänger, Überläufer aus dem Jahr, aus dem schnell vergessen werden sollenden Jahr 2020, natürlich auch produziert werden soll, nicht nur für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, sondern auch für junggebliebene Alte, wie uns selbst, die ab und zu mal vielleicht ein Problem mit der Demokratie haben. Demokratie hat immer das Problem, man kann abgewählt werden, das ist Mist. Man will bleiben, man kann aber abgewählt werden, scheiße. Also, schon relativ lange hier in der Galerie, Chef. Deswegen, oder? Das fällt mir jetzt gerade selber ein, genau deswegen sage ich das ja. Also was ist... das Problem mit der Demokratie. Also was passiert, wenn der Verein mich abwählen würde zum Beispiel? Also das ist jetzt nicht nur so ein strikt, stringent für Kinder und Jugendliche gedachtes Projekt, sondern auch ältere Menschen, auch Künstler haben wir eingeladen, die mit Kindern zum Beispiel zusammenarbeiten, an diesem Projekt teilzunehmen. Was anderes, was ich noch sagen wollte, war, so viel zum Thema, Daniel, sag du doch mal, ob du das interessant findest. Ich bin ja vorhin so über den Spiegel hergezogen. Ich muss ja sagen, also ich bin ja sehr dankbar für den Spiegel, dass er uns so viel auch künstlerisches Material liefert, weil also das, was der Klaas Relotius damals, das ist ja eigentlich fast, es ist ja Literatur letzten Endes, also die in gewissen Zugzwang wohl entstand, aber mir doch egal. In demselben Spiegel, in der aktuellen Ausgabe, las ich was, also ich habe mir immer schon mal überlegt, zum Beispiel, ob das Thema des Wartens sehr interessant sein könne, mal für ein Stipendienausstellungsthema oder Stipendienprogrammsthema oder Ausstellungsthema. Und da bin ich auch wieder davon abgekommen, also das Warten als Eigenschaft, die heute eigentlich fast keine große Rolle mehr spielte, weil wer heute wartet, spielt ja mit dem Smartphone, also er hat gar nicht mehr die Zeit, irgendwie sich in die Sterne schauen, irgendwie mal über irgendwas Gedanken zu machen, weil der Bus nicht kommt. Also bin ich von dem Thema Warten wieder abgekommen, aber jetzt las ich was, das ist unter dem im aktuellen Spiegel Ausgabe 1, 2.1.21, unter Schillers Schmerz erschienen. Und das fand ich interessant, weil ich mich schon mal viel früher mit dem Thema, und ihr wisst das bei des Erhabenen auseinandergesetzt. Was ist das eigentlich, das Erhabene? Und das spielte hier, die Philosophen sprechen vom Gefühl des Erhabenen, aber die Wissenschaftler, die Biologen, die sich mit Schimpansen auseinandersetzen, mit einer eigentümlichen Regung des Gemüts. Und das fing mich, da war ich dann ganz ergriffen. Das hat doch mit dem Begriff der Ergriffenheit was zu tun. Mit Andacht, Rührung, Demut und einer Art Schauder der Erkenntnis, nämlich das, die Ehrfurcht. Ist vielleicht die Ehrfurcht als Ding, als etwas, was nicht so leicht zu definieren ist, nämlich so schwer zu definieren ist, dass sich die Wissenschaft bisher gar nicht damit auseinandergesetzt hat. Was ist eigentlich Ehrfurcht? Kann sie wissenschaftlich nachgewiesen werden? Und jetzt konnte die Ehrfurcht wissenschaftlich nachgewiesen werden. Also mit bestimmten Experimenten, mit Probanden und so weiter, habe ich das gerade gelesen. Also was passiert? Renne ich ja bei dir offene Türen ein. Also Ehrfurcht ist das, was mit einem passiert, wenn man Beethovens Neunte hört, wenn man den Grand Canyon zum ersten Mal sieht, den Petersdom sieht oder die Geburt, bei der Geburt eines Kindes dabei ist zum Beispiel, die sich wohl durch zwei Merkmale charakterisieren lässt, nämlich die Wahrnehmung ungeheurer Weite und das nicht, die nicht in das vertraute Weltschema passt
und die Begegnung mit dem Unermesslichen und Unbegreiflichen, also was, was ich eben nicht begreifen kann. Und das fing mich dann bei Lektüre dieses Artikels zu interessieren, unter anderem auch deswegen, weil Psychologen aus den USA und Kanada die Erfahrung von Ehrfurcht bei Menschen gemacht haben und die Erfahrung gemacht haben, dass es die Menschen großzügiger und wohlwollender macht. Und wenn wir ein was mit dem Projekt EGZ-Quarters, was die Klammer dann vielleicht bildet und den roten Leitfaden wollen, ist ja, wir wollen die Menschen als Galerie, wir wollen ja mit Michael Jackson zu sprechen, to make a world a better place, die Menschen großzügiger und wohlwollender machen. Und Eigenschaften, die mit dieser Ehrfurcht zu tun haben, die habe ich mir rot angestrichen. Die Menschen sind durch Ehrfurchtserfahrung glücklicher und zufriedener. Sie denken, dass die Zeit durch Ehrfurcht lang, also beim Gefühl der Ehrfurcht, haben sie das Gefühl, dass die Zeit langsamer verstreicht. Sie öffnen sich, sie sind offener für andere, hilfsbereit, großzügig und eher bereit, Opfer für andere zu erbringen. Also das Thema der Solidarität kommt dadurch. Die Ehrfurcht macht uns zu besseren Menschen, ist hier die Hypothese eines Wissenschaftlers und so weiter und so fort. Um nicht mit Goethe zu sprechen, in dessen Zimmer wir hier sitzen, in seinem Saal im ACC. Hier hatte er seine erste Weimarer Wohnung 1766 bis 77 und damals kreierte er die Worte: Ehrfurcht ist das, worauf alles ankommt, damit der Mensch ein Mensch sei. Also, wenn Musiker, Literaten oder Filmemacher eben diese Ehrfurcht, diesen Gänsehauteffekt, der damit verbunden ist, erzeugen wollten, warum tun sie das und wie tun sie das? Ist also ein künstlerisches Thema, das also auch wiederum mit Angst und all diesen Dingen zu tun hat. Warum eben in bestimmten Filmen oder literarischen Stücken immer beide Seiten, Wohlgefallen und Grauen, Schmerz und Vergnügen, Leid und Genuss miteinander verkoppelt werden, um eben das Gefühl der Ehrfurcht, des Gänsehauteffekts zu erzielen. Also was passiert, wenn man steht hier eben vor 80 Meter hohen Redwood-Bäumen in Kalifornien steht, bla 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 bla. Na, und das ließ sich eben bis jetzt nicht gut erklären. Jetzt lässt es sich, alle anderen Gefühle ließen sich gut erklären, wie zum Beispiel das Gefühl der Angst, was vor Gefahren schützen soll. Das Gefühl des Ekels, was vor Vergiftung schützen soll. Das Gefühl der Wut, die jemanden in die Lage bringen soll, sich zu verteidigen oder zu verteidigen, was er als sein gutes Recht betrachtet und so weiter und so fort. Also vielleicht, und das sollst du mir, Daniel, sagen, ist es mal eine interessante Aufgabe, sich mit der Ehrfurcht zu beschäftigen, die, wie ich hier lese, bei Probanden dazu führte, dass sie sich kleiner fühlten als vorher, bevor sie das Gefühl der Ehrfurcht empfanden, dass selbst ihr Schriftzug, die Unterschrift, kleiner wurde, dass sie geschrumpft ist, dass dieses überwältigende Erlebnis der Ehrfurcht und der Erinnerung an die Ehrfurcht dazu führte, dass sie sich selbst praktisch unbedeutender einschätzten, dass sie kreativer und neugieriger, bescheidener und freundlicher wurden und mehr mögliche Antworten auf gesellschaftliche Fragen plötzlich fanden, dass ihr Interesse an moderner Kunst stieg durch das Gefühl der Ehrfurcht und dass sie bei Puzzleaufgaben mehr Durchhaltevermögen hatten als ohne das Gefühl der Ehrfurcht. Finde ich alles wahnsinnig interessant. Das nur mal, das, was ich mir rot angestrichen habe hier. Also dachte ich mir, vielleicht, verdammt nochmal, ist das auch mal ein Thema, dessen wir uns widmen, mit dem wir uns auseinandersetzen könnten, mit einer Ausstellung oder mit einer Veranstaltungsreihe oder mit einem Atelierprogrammsthema und dergleichen. Also das meinte ich damit, als ich sagte, lass uns einfach mal gemeinsam darüber nachdenken. Wir haben ja nichts zu verbergen und keine oder nur wenige Leichen im Keller. Mit dem Publikum gemeinsam, wie wir das ja bei Kids Headquarters jetzt angeworben haben, darüber nachdenken, ist vielleicht die Ehrfurcht als Form des Erhabenen ein interessantes Thema. Laber, 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 laber. Und du hast gerade gesagt, ich soll da was beantworten. Was soll ich da beantworten? Naja, du als Musiker, hier ist im Spiegel, ist oft die Rede von der Musik, dass man eben, dass auch Komponisten wie Beethoven es natürlich auch darauf angelegt haben, also ein Gefühl des Erhabenen oder ein Gefühl der Ehrfurcht im Zuhörer, im Zuschauer zu erzeugen. Ich wollte einfach von dir nur wissen, wie du als Musiker zu diesem Thema stehst, ob du als Kunstkenner und als Kulturkenner für so interessant hältst,
und als brotlose Kunst sozusagen Organisator, dass daraus mal ein Mehr, nicht nur weniger als mehr, sondern mehr fürs ACC werden könne, ob man das mal zum Thema erheben sollte. Also das in jedem Fall. Ich habe gerade ganz gespannt zugehört und mich gefragt, was das mit mir macht, mit der Ehrfurcht jetzt im Bereich der Musik, der klassischen Musik, wo man ja als Interpret ein Nachschöpfender ist und mit Meisterwerken zu tun hat. Das ist in ganz wenigen Sätzen schon mal gesagt. Ich spiele selber Klavier, spiele Werke eines Komponisten. Ich komponiere nicht. Ich muss allein erst schon mal sehen, das, was aufgeschrieben, da wäre ich nicht mal im Ansatz dazu in der Lage, sowas zu komponieren. Also ist da natürlich ein großer Respekt, eine große Ehrfurcht da. Da bin ich natürlich als ausführender Interpret ein Mittler. Also ich bringe das Werk zur Aufführung und ich zeige einem Publikum, ich durch mein Spiel kann das Werk klingen lassen und das Publikum kann sich's anhören. Ich bin so eine Art Medium. Und indem ich dann versuche, dieses Kunstwerk zu dechiffrieren, muss ich dann für einen kurzen Moment ohne Ehrfurcht rangehen, sondern sagen, wie funktioniert denn das jetzt, und muss das auseinandernehmen und gucken, dass ich das mir einverleibe und dann auch ein ehrfürchtiger und doch gelöster, virtuoser Mittler dieses Werkes bin. Ähnlich wie du, vielleicht als Ausstellungsmacher, wenn du beim Bild sagst, um Gottes Willen, fass das nicht an, das könnte runterfallen, also du hast Kunstwerke in der Hand und indem du sie an die Wand hängst oder die Exponate darstellst oder ihr beide das darstellt, seid ihr auch wieder ein Medium und macht bestimmte Dinge ja zugänglich. Und ja, Ehrfurcht, das geht dem Bergsteiger sicherlich auch. Manch einer kommt auf den Mount Everest und bei schönstem Wetter und sie haben das Gefühl, das ist gut gegangen, da sind wir leicht hochgekommen. Die Expedition 15 Minuten später sind alle gestorben, weil plötzlich ein Sturm kam und sie werden sagen, wir gehen nie wieder dorthin. Andere sagen, das war leicht. Also schön ist auch so ein bisschen so was Changierendes. Also der eine hat große Ehrfurcht, der andere nicht. Ist auch ein sehr, sehr persönliche Empfindung. Übrigens dieses, weil du gerade sagst, Mount Everest, also wie sagt man, also die Menschheitsgeschichte betrachtend, muss dieses Gefühl, das in uns erwachsen ist, auch damit zu tun gehabt haben, also dass die Menschen der Urgesellschaft natürlich darauf erpicht waren, einen Ort sich zu suchen, der sicher ist vor Gefahren, vor Witterungsgefahren, vor Tieren oder vor anderen Menschen auch, und das oft erhöhte Punkte waren, also wo die landschaftliche Weite oder die unermessliche Weite tatsächlich eine große Rolle spielte, wo man dann dieses Gefühl des Erhabenen, des über den Dingen Stehenden, des vielleicht auch nicht Verstehenden, damit spielt ja auch diese Ausstellung ein bisschen zumindest, das Firmament, was einen praktisch, was über einem steht, was man sich nicht erklären kann. Und auch das ist ja praktisch die Urform des Ehrfurchtsgefühls, was man hat. Was da oben über mir ist, das verstehe ich einfach nicht. Wie funktioniert das und wie klein bin ich eigentlich auf diesem Planeten, von dem ich ja bis vor ein paar Jahrhunderten gar nicht wusste, dass es ein rundes Teil ist und dachte, es ist irgendwas anderes. Also ein bisschen auch menschheitsgeschichtlich da in vielleicht auch so ein Projekt zu starten, was zwischen Wissenschaft und Kunst oder Wissenschaft und Kultur sich irgendwie ansiedeln lässt. Weiß ich nicht, Ulrike, denkst du, dass das, klingt das interessant? Wir müssen mal googeln, ob es das vielleicht gab, so schon 3000 Mal, und wir sind nicht die Ersten, die sich damit auseinandersetzen. Also dieses Unbekannte, also mit dem Unbekannten spielen auf jeden Fall, mit dem, was ist ja auch im Moment immer was Neues. Also man lernt irgendetwas kennen und dann verhält man sich dazu. Der eine, wie du sagst, ist ehrfürchtig, der andere überhaupt nicht, den lässt das kalt. Und dazwischen irgendwie so ein changierend so eine Art Teststation aufzubauen, das finde ich auch spannend. Also wie man, also die Reaktion auf etwas, was erzeugt Ehrfurcht. Das ist natürlich wahrscheinlich auch, es gibt gewisse Dinge, da ist jeder irgendwie ob der Größe ehrfürchtig, und dann gibt es aber sehr individuelle Momente, und das herauszuarbeiten, das finde ich auch total spannend. Also die Frage, die sich damit stellt, ist natürlich,
Was passiert mit Donald Trump, wenn ich ihm 10-mal den Schlusschor oder an die Freude vorspiele? Wird er dadurch zu einem besseren Menschen? Das ist ja dann die Essenz der ganzen Überlegung. Ach, Quatsch. Ja. Ich finde das so ein interessantes Stück, aber ich finde das immer ein bisschen anstrengend, den letzten Satz. Ja? Vielleicht wird er eher tobsüchtig dann danach. Kann auch sein, ja. Aber was ich interessant finde, das fällt mir gerade ein zu diesem Ehrfurchtsding. Ich habe ja in meiner Musikerlaufbahn in Zeiten der Ausbildung, wo es Prüfungen gibt an Musikhochschulen und so weiter. Ich glaube, hättest da auch etwas zu erzählen. Ja. Gerade dieses Ding, wer wird zur Kunsthochschule zugelassen, wer wird zur Musikhochschule zugelassen. Und da gibt es Leute, die gehen relativ naiv zu dieser Prüfung, singen oder spielen was vor, reichen Zeichnungen ein. Und die Kommission sagt, ach so toll, Sie können bald anfangen, Sie können sich gleich einschreiben, es geht los. Und die haben das Gefühl, naja, ich bin da ganz easy peasy reingelaufen und das war ein ganz flüssiger Übergang. Andere werden abgelehnt, einmal, zweimal. Und das Gebäude, die Institution, diese Akademie wird immer größer, wie eine uneinnehmbare Festung. Mhm. Und die anderen, die zugelassen worden sind, sind geradezu Übermenschen, Heilige. Mhm. Ja. Dabei sind es dieselben Pissnäcken wie immer. Ja. Aber es ist ja auch interessant, sich das Wort mal vorzunehmen, Ehrfurcht. Also dieses steckt ja auch die Furcht drin und die Ehre und so weiter. Ne? Also Das ist ein komisches Wort. Das ist ein sehr komplexes, sehr komplexes Wort, das man erstmal tatsächlich auseinandernehmen muss. Ja. Oder fragen muss, was hat etymologisch die Deutschen dazu gebracht, eben dieses Wort für dieses Gefühl zu erfinden. Genau. Warum gerade dieses Wort? Wie das in anderen Sprachen übersetzt wird, wäre auch mal spannend. Ja, wie das in anderen Kulturen, wie sich dann die Begriffe... Ja, Leidenschaft. Naja, das... Ich fand halt jetzt das ein besseres Ende so als Zukunfts... Also wir haben jetzt praktisch über das Jahr 2021 bereits hinaus geblickt. Aber das muss es ja auch sein, also uns selber auch zu vermitteln, selbst wenn das in diesem Jahr noch nicht alles so toll klappen sollte, wie wir uns das wünschen und vorstellen, dank Corona, dann leben wir vielleicht mit der Hoffnung, dass wir dann 2022 ganz, ganz richtig wieder loslegen mit der Ehrfurcht. Yeah. Ja. Naja, und natürlich hoffen wir, lieber Daniel, auch auf dich und deine rhetorische Kampfkraft und Leistungsbereitschaft. Und um Ulrike jetzt zu wiederholen, ich finde das eine tolle Reihe, auch weil das uns natürlich ein wahnsinnig mannigfaltiges Publikum nebst deiner Fans aus Presse, Funk und Fernsehen, die du ja hast, ins Haus bringt. Diese Reihe der brotlosen Kunst. Und da habe ich auch selber schon, und ich habe mich auch mit Ulrike wieder darüber unterhalten. Wir haben eine Eimerliste für dich, oder wie nennt man diese, die Top-10-Liste, an die du dich hoffentlich hältst oder nicht hältst. Und ich finde diese Idee, dir ab und an praktisch unbekannte Gegner oder rhetorische Gegner vorzusetzen, zuzuschieben, eigentlich auch eine sehr gute Idee, weil genauso wie wir mit dem Kunstfest mit Rolf C. Hemke ja darüber nachdenken mussten, wie finden wir denn jetzt eine Steigerungsform gegenüber dieser Ausstellung, die ja gar nicht mehr zu steigern ist. Und da ist eben die Steigerungsform, das hatte ich vorhin gar nicht so richtig zu Ende erzählt, dass eben der Schauspieler Steve Carrier und wir gemeinsam dieses Thema der Lügengeschichten um Thüringen berackern und bearbeiten. Und er also mit improvisiertem Theater, in das dann auch Geschichten der Menschen, die vor Ort leben, in den Orten, wo das Theaterstück aufgeführt wird. Und diese Städte oder Gemeinden, Kommunen sollen erstmals eben auch zum großen Teil zumindest identisch sein. Das heißt, man geht dann in die Ausstellung zum Thema Thüringer Lügen, sage ich jetzt mal, oder Thüringen die ganze Wahrheit. Und danach geht man ins Stück oder eben umgekehrt. Das ist die große Herausforderung für uns, eben nicht, erstens nicht im eigenen Haus zu bleiben und nicht vor der eigenen Tür nur zu kehren, sondern tatsächlich die Idee unserer Ausstellung und die Botschaft unserer Ausstellung und natürlich damit auch das Kunstfest in die große, weite Thüringer Welt zu bringen und damit natürlich Publikum von dort wieder nach hierher zurück in die Gerüchtezentrale dann zu bringen sozusagen. Genau. Du siehst mich voller Ehrfurcht vor diesen Vorhaben. Absolut, ich kann es erkennen, ja. Ja. Auch in diesem wahnsinnigen Scheinwerferlicht und auch mit deiner Brille. Aber das ist ja eine Brille, die praktisch, das ist ja spezielles Glas.
dass man, musst du ja haben, dass man die, dass man auch die Augen direkt erkennen kann. Also nichts Reflektierendes. Auf jeden Fall. Ja. Die Brille der Ehrfurcht. Ja. Du hast keine Limo mehr, die gute Leipziger Lips. Kriegen ja, heute noch. Unterstützt von Lips, der Limonade aus Leipzig. Ja. Vielleicht die einzige Frau in unserer Runde, können wir auffordern, das Schlusswort zu sprechen. Uff. Ja, so ein Motto. Ich hatte jetzt gehofft, dass du das ganz eloquent machst. Jetzt muss ich mir da was... ich fand, das war heute eine interessante Runde. Der vierte Monday Night Stream. Mal gucken, was wir nächste Woche machen. Das wissen wir schon, aber das müssen wir noch ganz fest klopfen und werden es dann über die Kanäle veröffentlichen. Ich bedanke mich, dass du heute so spontan zugesagt hast und dich uns gewidmet hast, uns ausgequetscht hast. Frank, dir danke ich jetzt mal so vor laufenden Kameras für deine tolle Arbeit, für die Unterstützung und für das unermüdliche Wirken in dieser Galerie. Und dich wird es das alles nicht geben. Und das musste jetzt mal, mal gesagt sein. Ich lasse das so im Raum stehen, aber natürlich, also von der technischen Realisierung angefangen bis zur veranstaltungsorganisatorischen, würde es auch die Galerie ACC so nicht geben, wie sie jetzt existiert, ohne dich. Ganz einfach. Es ist einfach so, das geht ohne zu sagen, da brauchen wir nicht lange drüber zu debattieren. Deswegen auch herzlichen Dank an dich, herzlichen Dank an unsere anderen Mitarbeiter, die auch unser Fördererquiz miterarbeitet haben, nämlich Luisa Girolat, unsere derzeitige FSJlerin aus Merseburg und Karin Schmidt aus Nora und deiner persönlichen Referentin und Adjutantin Annette Jahn. Die alle haben an dem diesjährigen Ausstellungsprogramm mitgefummelt, mitgearbeitet oder wie der Bildhauer aus Weimar, Walter Sachs, sagen würde, gemurkst. Sie haben mit dran gemurkst, denn schließlich ist ja das Stricken und Töpfern und Schmieden unserer Kultur- und Kunstpläne in jedem Jahr immer ein gewisses, oder es ist ein gewisses Murksen, was auch damit und Friemeln und Basteln, was damit verbunden ist. Und wir sind halt eifrige Bastler. Und das hat mir eigentlich unsere kleine Gesprächsrunde auch gezeigt. Es wird hoffentlich vielfältig bleiben und wir hoffen alle, dass uns unser hoffentlich wohlgesonnenes Publikum, auch unsere Förderer, unsere 365-Tage-Länge, das auch in diesem Jahr sein werden und dass wir uns hoffentlich alsbald auch wieder Aug in Aug gegenüberstehen dürfen, lieber Daniel. Wir durften das ja heute mit genügendem Sicherheitsabstand natürlich nur. Ich hoffe, dass du die brotlose Kunst wieder interviewen darfst oder die brotlosen und nicht ganz so brotlosen Künstler in Bälde. Ich schätze mal, eigentlich müsste es doch im März wieder soweit sein, oder? Also ich verneige mich voller Ehrfurcht vor dieser prophetischen Hoffnung. Ich danke euch für dieses angeregte, informative Gespräch und Sie, liebes Publikum, entlassen wir in diesen Abend. Ulrike Mönnig, Frank Motz, mein Name ist Daniel Heide und Lefteris, der das technisch möglich gemacht hat. Machen Sie noch was aus diesem angebrochenen Winterabend und ich gebe ab an die angeschlossenen Funkhäuser. Nein, wir schauen, dass wir uns nächste Woche wiedersehen, nächsten Montag. Nächsten